Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein paar Kisten aus den Visions aufmachen. Ich werde ein paar, ja, fünf Masken-Runs, Full-Clears machen und den ersten habe ich gerade durchgelaufen. Und jetzt gucken wir mal, ich müsste jetzt einen 470er-Item hier rauskriegen, neben einem Haufen von den Marken. Und ich hoffe, dass ein gutes Corruption-Item drin ist. Füße, und was haben wir drauf? Ja, Sekundärwert. Warum kriege ich immer so Kacksachen? Aber die Stats an sich wären ganz gut. Das ist ein 470er mit Tempo, mit Vielseitigkeit Mastery, also defensiv für mich recht gut. Bloß der Corruption-Effekt ist halt leider nicht gut mit Stats. Also das ist keiner, den ich brauche. Aber vielleicht mit dem nächsten Item, dann werde ich dann für 65er kriegen, ne? Schauen wir dann gleich rein, wenn ich den nächsten Run fertig habe. So, Runde Nummer 2. Gerade eben fertig geworden hier mit dem nächsten Run. Mittlerweile geht's echt richtig easy, ne? Nehmen wir nochmal ein paar Münzen raus und hoffentlich mal ein brauchbares Item. Oh, ein Gürtel. Ach, wieder Stats. Was haben wir denn? Crit brauche ich halt überhaupt nicht. Ja gut. 2 von 2 waren Mist, aber ich habe noch ein paar Keys zum Glück. Mal gucken, ob dann der nächste ein bisschen mehr bringt. Drückt mir die Daumen. So, dritter Run sind wir durch. Mal schauen, was wir jetzt rausziehen. Ich müsste jetzt noch ein 360er-Item kriegen. Wenn das aber jetzt zum Beispiel Infinite Stars Rang 3 drauf hat, dann wäre das trotzdem besser. Und was habe ich drauf? Eine Hose. Habe ich es gerade predicted oder nicht? Hab ich es gerade hier? Unendliche Sterne, ne? Rang 3 ist drauf. Auf dem 460er-Item. Ha! Ich hätte es natürlich lieber auf dem 470er drauf gehabt, aber eventuell kann ich das anziehen tatsächlich. Ah, auf dem 470er wäre es halt besser gewesen, ne? Da macht es, glaube ich, auch mehr Schaden. Aber schon mal nicht schlecht. Einen Run mache ich jetzt noch und meine restlichen Dinger benutze ich dann quasi, um Leute zu ziehen. Aber das freut mich schon mal. Zumindest ein gutes Item schon mal aus den Visions rausgezogen. So, Run 4 haben wir durch. Jetzt hatten wir ja vorhin hier Stars bekommen, Rang 3. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal ein gutes bekomme. Wäre zwar bloß 55. Was haben wir hier? Mastery. Okay, gut. Das ist jetzt nichts Tolles, aber ich brauche mich nicht beschweren. Ich habe ja schon mal ein gutes Item gekriegt. Von dem her. Und langsam kann ich mit den Pets zuschmeißen, wie ihr seht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nochmal eine Runde laufe. Wobei, wenn ich jetzt hier rausgehe, müsste ich die 100k Münzen zusammen haben und ich glaube, den Rest spare ich mir tatsächlich jetzt auf, um mal ein bisschen was zu boosten. Mittlerweile komme ich schon sehr gut da durch die 5 Masken durch, brauche gar keine Orb mehr und auch kein Free Death. Also ich denke mal, das werde ich mir jetzt aufheben. Heißt, für das kleine Opening war es das jetzt an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr so in den Kisten drin hattet. Ich mit meinem ja, Rang 3 Stars bin ich auf jeden Fall zufrieden. Kann man sich, ja, kann ich bestimmt in einer oder anderen Kombination anziehen. Gut, das war's mit dem Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.